hier in der 2500 Seelengemeinde Inzlingen in Deutschland, direkt an der Grenze zur Schweiz und Frankreich, lebt der Roland Diewald. Der 69-Jährige hat keine eigenen Beine mehr. Er ist Prothesenträger. Ich habe seit 40 Jahren Diabetes und es waren einfach durch Blutungsstörungen gewesen. Der Fuß ist schwarz geworden und es ist ein Zehen nach dem anderen abgenommen worden. Und dann der Vorfuß und dann ist nichts anderes übrig geblieben als wieder Unterschenkel. Dann. Und zwar 1995 der linke und 2003 der rechte. Trotz dem harten Schicksalsschlag hat der Diabetiker die Herausforderung angenommen und macht das Beste aus seiner Situation. Am Anfang ist es natürlich sehr schwierig, mit Prothesen zu laufen. Aber muss sich einfach nicht aufgeben und einfach positiv eingestellt sein. Und heute gehört einfach Prothese zu mir, zum Alltag, wie wenn man Zähne putzt am Morgen. Neben der perfekt passenden Prothese ist auch Schuhwerk für den Beinamputierten außerordentlich wichtig. Ich habe also bis jetzt nie die richtigen Schuhe gefunden in meiner ganzen Laufbahn mit der Prothese. Und der Kiput-Schuh ist einfach für mich der richtige Schuh. Ein Schweizer Schuh mit einer Luftsohle, wo die Schläge dämpft und in erster Linie als Trainingsgerät für Tiefenmuskulatur und als Wellness-Schuh gilt. Wie die Erfahrung von Roland Diewald jetzt zeigt, ist der Kibut auch der perfekte Schuh für Prothesenträger. Der Hauptvorteil ist auf jeden Fall, dass ich nicht stolpern muss, wie vorher. Ich bin immer hängen geblieben, entweder an der Fußspitze vorne oder hinten auch an der Ferse, dass ich so geschliffen bin. Und es ist ein angenehmes Gehen, ein weicheres Gehen. Und auch vom Stumpf her, also man hat die harten Schläge nicht mehr im Kniebereich und im Stumpf. Und es ist einfach rundum ein wohltuendes Gefühl. Seit der Roland Diewald den Kibut trägt, geht es ihm viel besser. Ich laufe jetzt schmerzfrei. Vorher habe ich immer einen Druck in der Prothese gespürt und eigentlich immer mit Schmerzen gelaufen. Und die sind jetzt total weg und ich habe ein richtig wohltuendes Gefühl in der Prothese. Der 69-Jährige ist überzeugt, dass der Kibut auch anderen Prothesenträgern wertvolle Dienste erweisen kann. Es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, das mal auszuprobieren. Vielleicht sagt der andere oder andere, nein, ich komme nicht recht schlagen, ist mir zu weich oder so. Aber ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Der Roland Diewald selber ist in einer Selbsthilfegruppe für Beinamputierte dabei und wird den Kibut dort seinen Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Wir werden nächstes Jahr planen, dass der Herr Meier vom Kibut-Job in unsere Gruppe kommt. Wir treffen uns einmal im Monat in Freiburg, in unsere Gruppe kommt und den Schuh vorstellt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich auch einmal Zeit nimmt, sich den Schuh zu probieren. Der Roland Diewald ist nur durch Zufall auf den speziellen Schuh mit der weich elastischen Sohle aufmerksam geworden. Auf den Kibut bin ich aufmerksam geworden, weil ich in Lörrach in eine andere Bushaltestelle eingestiegen bin und hinter dran gerade der Kibut-Laden war und eine ansprechende Ausstellung auch hatte und einen Videofilm laufen hatte. Und am nächsten Tag bin ich dann einmal in der Laden und habe mir gefragt, ob das auch etwas für Prothesenträger sein könnte. Und dann hat der Herr Meier sehr kompetent und freundlich Auskunft gegeben und gesagt, er hat eben keine Erfahrung genommen mit den Prothesenträgern. Und wenn ich möchte, würde er mir anbieten, einmal einen Tag das auszuprobieren. Und das habe ich dann in Anspruch genommen und bin von dem Tag aus begeistert mit dem Schuh. So begeistert, dass er gerne keine andere Schuhe mehr tragen will. Für mich ist einfach das der Schuh für mein Leben jetzt.